Hallo, da ist die Jimmy. Ja, ich möchte heute mit euch einen Grieß-Apfelbrei machen. Das geht ganz schnell und es schmeckt wirklich fantastisch gut. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das Ganze geht ganz einfach. Wir brauchen einen Topf, dann ein Glas Milch. Das sind 200 ml. Die kommen in den Topf rein. Dann ein halbes Glas Apfelsaft. Der schaut jetzt bei mir so trüb aus, weil das ist eine Natur drüber. Und den geben wir dann ein, den Milch rein. Und dann schalten wir das Ganze mal ein. Dann habe ich da also es ist ein kleingeschnittener Apfel, weil ich mache das jetzt für eine Person. Also ich rühre das Ganze öfters um, damit nichts abbrennt. Und sobald die Milch jetzt zum Kochen anfängt, dann schalten wir sofort aus und lassen die Äpfel einfach nur ein bisschen drin. Erstens einmal, es gibt einen wundervollen Geschmack und die Äpfel sind dann nicht ganz so hart. Also ich mag das einfach so. Kocht schon, ausschalten. Ich habe jetzt meine Äpfel da 5 Minuten drin ziehen lassen. Jetzt schalten wir im Ofen nochmal ein, dass es nochmal aufkocht. Und dem gleich, ich habe da einen Korngold-Weizengrieß. Und dem da jetzt, ja, ich sage mal 3 Esslöffel von dem Grieß dazu. Also 3 kleine Esslöffel, die reichen. Und dann kocht es auch schon wieder. Und ihr könnt es schon wieder ausschalten. Und wir lassen jetzt einfach den Grieß ein bisschen einkochen, bis das Ganze gut dick wird. Ja, das Ganze ist jetzt ein bisschen eingedickt. Also bei mir ist es schon noch ein bisschen flüssig, weil ich mag das einfach so. Und ein bisschen Zimt drüber. Ihr könnt so einen Zucker drüber da, das brauche ich jetzt nicht, weil es ist der Apfelsaft drin und das reicht eigentlich. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Appetit und es ist wirklich ganz einfach zum Nachmachen.